Matchup auf dieses Ding. Und ich würde aber sagen, wir machen auch mal kurz so die Stocher hier ein bisschen herunter. Lass mal sehen nehmen. Perfekt. Das heißt natürlich, ihr seht jetzt hier ein bisschen mehr, ein bisschen besser mein Gesicht. Natürlich nicht diese Außenwelt, die noch reinkommt, ne, man kennt's. Meine lieben Damen und Herren, das ist ein absolut geiles Match. Ich freue mich natürlich, euch durch diesen Tag zu begleiten. Wenn ihr Ausrufezeichen Tab macht, seht ihr natürlich auch, welches Matches wir heute noch casten werden. Und ich würde mal sagen, meine lieben Damen und Herren, wir warten nicht lange und wir gehen direkt in die Mettbahn-Szene jetzt hier hinein. Jesus Christ, ich merke gerade, dass ich heute Morgen vielleicht noch duschen sollte. Ja, egal. Hätte sollen. Deutsch am Start. Gut, das heißt natürlich, hier sehen wir mittlerweile den Mapbahn. Irgendwie will der gerade hier nicht wirklich gut funktionieren. Das heißt, wir refreshen den Shit nochmal. Und dann sehen wir natürlich jetzt hier nochmal, was heute hier alles nochmal gespielt wird oder was schon gebannt wurde. Gamerzone bannet hier erstmal Café. Clubhaus wird gebannt von Rue Sports Nationals. Dann Ghostline rausgebannt hier von den Jungs hier von Gamerzone. Ich meine, von, Gamerzone und Theme Park zu guter Letzt, meine lieben Damen und Herren. Jetzt hier nochmal gebannt von den Jungs hier von Rue Sports Nationals. Somit können wir natürlich auch hier gleich nochmal gucken, ob da mittlerweile weitergebannt wurde. Nee, wurde bisher noch nicht. Und, Gut. Das heißt natürlich jetzt hier mittlerweile wirklich auch hier nochmal sehr gespannt, wer das Ganze jetzt hier mit nach Hause holen wird, meine lieben Damen und Herren. In dieser Zeit könnt ihr natürlich jetzt auch hier schon mal die Zeit euch nehmen, Ausrufezeichen Giveaway in den Chat hier reinzuballern und natürlich hier erst einmal gucken, was natürlich hier, ja, alles so im Giveaway ist, findet ihr natürlich einen Link zu meinem Twitter. Danach gibt es natürlich auch noch für euch diesen wunderschönen Invite-Link oder besser gesagt, könnt ihr natürlich auch hier das ganze Match hier oder die Matches von der letzten Woche hier natürlich nochmal rausgucken, was in der letzten Zeit jetzt hier schon mal alles so passiert ist. Und meine lieben Damen und Herren, Boys und Girls, auch natürlich hier diesen wunderschönen Ausrufezeichen TL hier mal gebrauchen. Da könnt ihr natürlich euch nochmal schlau machen, wer in der letzten Qualifier jetzt hier schon alles weiter ist oder wer natürlich hier schon rausgeflogen ist, meine lieben Damen und Herren. Währenddessen warten wir natürlich auf diesen nächsten Bann hier von Gamerzone, bis wir natürlich wieder in dieses Matchup jetzt hier hineingehen können. So, anderen Seite können wir natürlich auch schon mal dieses wunderschöne Casterboard. Codex muss aufstehen, es ist 10 vor. Man kennt es, man fühlt es. So, nee, das heißt natürlich jetzt hier nochmal alles wieder bereit machen und dann würden wir natürlich nachher in dieses erste Match dann auch hier hinein starten, meine lieben Damen und Herren. Ich hoffe natürlich, ihr seid hier alle schön gespannt, wer das Ganze nach Hause holen wird. Wer ihr denkt, wer das Ganze gewinnen wird, könnt ihr natürlich nachher auch nochmal abstimmen in einem wunderschönen Poll, den ich für euch bereitstellen werde. Und würde man sagen, wir gucken jetzt hier nochmal kurz zurück in diesen Map-Bann hinein und dann würden wir auch hier nicht mehr lange fackeln, bis wir natürlich ins nächste Match reingehen. So. Anscheinend haben wir gerade ein kleines Problem im Map-Bann. Gut. In dieser Zeit will ich euch doch natürlich nebenbei noch animieren, hier euch anzumelden für den Clash of Royals, der natürlich jetzt hier mittlerweile wieder unterwegs ist, meine lieben Damen und Herren. Wie gesagt, Clash of Royals Qualifier sind wieder da und ich hoffe, dass wir können auch euch hier dort wieder begrüßen für dieses wunderschöne Ding.
Währenddessen haben wir natürlich jetzt hier mittlerweile wieder einen oder anderen schönen, ich kann das wieder sagen, die ein oder anderen schönen Anmeldungen wieder da. Wir haben jetzt auch Wuptrox gerade nochmal reinbekommen, was natürlich für euch hier wieder ein absolutes starkes Team jetzt hier natürlich nochmal ist. Da könnt ihr natürlich nochmal alle Hashtag, also unten findet ihr natürlich auch noch die wunderschönen, ja, Links natürlich, wo ihr euch anmelden könnt, etc. etc. Und wie gesagt, wir warten jetzt hier gerade auf den nächsten Bann. Anscheinend scheint es hier gerade einen kleinen Fehler zu haben mit dem Map-Bann-Link, was natürlich ein bisschen schade ist. Da muss man natürlich jetzt aber nochmal durch. Muss aber nochmal kurz gucken, ob da natürlich sonst irgendwie was im Map-Bann auch falsch ist. Es kann natürlich sein, ich bin mir jetzt hier nicht 100% sicher. Gucken da jetzt hier nochmal das Ganze nochmal an. Aber wie gesagt, im Moment sieht es danach aus, als würden wir jetzt hier einen kleinen Fehler haben, was natürlich hier nicht allzu schlimm ist, aber natürlich auch nicht vorteilhaft. Ich habe gerade echt keine Ahnung, was da gerade der Fall ist und was da natürlich falsch ist. Natürlich nicht so gut ist. Gut. Ah, jetzt hat's. Jetzt geht es mittlerweile weiter. Gut, Map-Bann ist natürlich jetzt hier zu Ende, meine lieben Damen und Herren. Wir können natürlich jetzt euch nochmal zeigen, was jetzt hier alles nochmal gebannt wurde. Seitens von Gamerzone bannt man natürlich jetzt hier erstmal Consulate raus. Und auf seitens hier von RuSports Nationals bannt man jetzt hier erstmal Villa raus. Und somit, meine lieben Damen und Herren, spielen wir jetzt hier erstmal kurz eine wunderschöne Map namens, ja, Oregon. Und da freue ich mich natürlich jetzt hier nochmal sehr stark darauf. Müssen natürlich nebenbei jetzt nochmal kurz einen Ranked queuen und abbrechen, natürlich, dass wir 100% auch starten können. Nicht, dass wir natürlich einen kleinen Fehler nachher im Game haben. Das wäre natürlich nicht so paletti und nicht so schön. Also, meine lieben Damen und Herren, bei mir auch auf der anderen Seite, wenn ihr mir natürlich einen kleinen Support da lassen wollt, würde ich mich natürlich 100% freuen. Also for my English viewers, because first, I wish you a good morning or a good afternoon. I mean, breakfast time. I don't know how to spell it out in English. I hope you don't mind that I'm casting it in German, because German is my main language and my English casting isn't that great yet. I'm testing myself right now a few times in competitive, I mean in Faceit, so maybe you saw me there already, but again in the other times. I really hope you can enjoy my casting style. I really hope you can enjoy what I'm doing right now. And on the other side, we will watch for a sec where who will start where. Wait a second. Awesome. So. Gut, dann haben wir natürlich jetzt hier mittlerweile alles schon mal schön vorbereitet. Und meine lieben Damen und Herren, wir können jetzt hier natürlich auch nochmal ins Match hineingehen. Ich wünsche euch natürlich allen sehr viel Spaß hier im Matchup drin. Und ja, wie gesagt, nochmal RuSports Nationals jetzt hier im Match gegen Gamerzone. Und ich hoffe natürlich, ihr werdet hier alle mit ganz viel dem Beglückt, was natürlich, was ihr hier sehen wollt, meine lieben Damen und Herren. Deswegen starten wir natürlich auch nochmal kurz hier reinzugucken. Oregon wird natürlich jetzt hier gespielt und die Jungs hier von Gamerzone starten in der Attack drin, was natürlich hier noch sehr schön ist. So. Haben wir natürlich das jetzt hier alles erstmal dabei.
First Fox R6S, I am risky. I'm too risky in Sonionio. Thank you for the follow. I very, really appreciate it. Thank you. So, ja, wir können natürlich nachher auch nochmal gleich gucken, wer jetzt hier wo in der ersten Qualifier jetzt hier mittlerweile geendet hat, ist ja mittlerweile auch schon ein Zeitchen her. So, also wie gesagt, mittlerweile haben wir jetzt hier auch mittlerweile auch wieder alles ready. Wir sind natürlich jetzt hier auch gleich bereit, um hier in das Match reinzugehen. Wie gesagt, nebenbei habt ihr natürlich jetzt hier den Strawpool, den ihr jetzt hier mittlerweile auch nochmal ja, reintippen könnt, wer ihr denkt, wer das Ganze jetzt hier gewinnen wird. Wird es RuneSports sein? Wird es hier tatsächlich Gamersong sein? Und im Moment 26 Votes, hier 23 Votes hier wird das Team jetzt hier von RuneSports. Interessante Sache natürlich jetzt hier nochmal anzumerken. Wie gesagt, wir gehen jetzt hier nochmal, wenn ihr natürlich auch die Ausrufezeichen TL jetzt hier gebrauchen wird, den ich jetzt hier natürlich schon mal gegeben habe. Was erstmal, wo bleibt Gamerzone? Ich habe euch invited. Ist natürlich jetzt hier ein bisschen dumm. Natürlich findet ihr mittlerweile unten praktisch alle Commands. Findet ihr mittlerweile auch Ausrufezeichen TL, den ihr natürlich jetzt hier mittlerweile auch nochmal gebrauchen könnt. Dort könnt ihr natürlich nochmal schreiben, was ihr denkt. Ich meine, findet ihr natürlich noch die ersten zwei Qualifier. Natürlich auch die Ergebnisse der ersten Qualifier. Da haben wir natürlich ein Wolves, das weitergekommen ist. Da haben wir allgemein sehr, sehr viele Teams, die weitergekommen sind. Auf der anderen Seite. So, ja, währenddessen natürlich auch die Spieler mittlerweile am Reinkommen sind, haben wir jetzt hier mittlerweile 13 Uhr. Und wie gesagt, wir gucken jetzt hier mal kurz auf diese Spielliste hindurch. Auf Seiten jetzt hier von RuneSports hat man natürlich jetzt hier in der. Ne, erstmal Gamerzone natürlich hat in der ersten Qualifier erstmal einen Sieg gegen Team EFG geholt mit einem 7-1. Dann holte man sich gegen RuneSports Nationals dazu mal sogar den ersten Loser. Also, es ist ein Rematch, meine lieben Damen und Herren. Dazu mal 7-3 verloren. Dann ging es aber natürlich in der Close Qualifier, spielte man ein 7-3 gegen das Team von World of Sinobis. Verlor jedoch dann gegen das andere italienische Team hier gegen Sandstorm Esports hier mit einem 4-7. Und dann halt gestern, oder besser gesagt, hat man jetzt hier erst gerade noch einen Free-Win gegen Mandem Esports bekommen. Oder besser gesagt, auch hier nochmal einen weiteren Free-Win gegen Parkson Esports Academy. Somit ist man jetzt hier in der, ja, natürlich im Close Qualifier drinne. Ich meine, im zweiten Qualifier natürlich nochmal drinne auf Seiten von RuneSports hier nochmal anzumerken. Erstes Game 7-3 gewonnen gegen Gamerzone. Dann 8-6 Sieg gegen Rebel Nation. Ein 6-8 Lose gegen Titans. Dann ein Freeze-Win gegen Parkson Esports. Ein 7-2 Sieg gegen Cyber Esports. Und zu guter Letzt, tatsächlich noch dann ein 7-6 Lose gegen Wolves Esports. Und ein 7-4 Win gegen RuneSports. National Podcast with a Soft A. Natürlich auch nochmal hier sehr, sehr interessante Sache. Für beide Teams geht es natürlich dann auch weiter nach diesem Game. Falls man das jetzt hier gewinnen würde, würde man natürlich entweder gegen Revolution, irgendwas, Revolution E, ich habe keine Ahnung, was da, also Revolution Esports, Intensity Academy Team, Keltoy Boys oder Poggers with a Soft A, da natürlich nochmal antreten, das sind die vier Teams. By the way, in unserem nächsten Match werden wir Equanimity casten gegen Chayek oder gegen Paragon, je nachdem wer da gewinnen wird. Und in unserem letzten Match werden wir erstmal hier das Winner Bracket hier von zwischen E-Wave, Godalions,
Fubjocks Main, Kyro Layers und Cyber Esports und Lager. Da werden wir natürlich nochmal das Winner-Team nochmal rausziehen. Und das natürlich dann nochmal hier casten. So, meine lieben Damen und Herren, wir warten jetzt nochmal auf die letzten zwei Spieler und dann wird es hier auch finally in dieses Matchup hier hineingehen. Nochmal Gamer Zone startet in der Attack und unsere erste Map und ja, unser Match heute wird erstmal hier auf der wunderschönen Map Oregon starten. By the way, ja, nochmal. Hier, wie gesagt, falls ihr mich natürlich supporten wollt, freue ich mich natürlich über jeden Follow. Und meine lieben Damen und Herren, wir warten jetzt hier nochmal auf diesen letzten Spieler, der gerade gejoint ist. Wir fragen jetzt die Teams, sind sie ready, hier in dieses Matchup reinzustarten? Nebenbei gucken wir natürlich, ob wir auch schon mal recorden sind. Wie gesagt, for all Italian or English viewers, the match will upload to YouTube afterwards. You can find it after in the command. You can see downstairs in the panels the commands and my boys and girls, ladies and gentlemen, wir starten jetzt hier erstmal hinein in unser erstes Match vom heutigen Tage. RuhrSports Nationals gegen Gamerzone. Jetzt hier mittlerweile zu unserem ersten Match vom heutigen Tage. Und meine lieben Damen und Herren, wir gucken natürlich uns auch hier nochmal kurz die Nationalität der Rosters an. Terminate und so. Wir müssen jetzt hier, nee. Das war gerade richtig, shit. So, okay, that's what I want. Okay, ihr seht jetzt hier gerade zwar meinen Mauszeiger, aber das Ding ist halt hier, wie gesagt, währenddessen seht ihr noch was anderes und das sollte sich gar nicht öffnen. Shit. Yeah, I'm kinda lost right now, wait a sec. Jesus Christ, so, okay. I shouldn't tap out after yet, okay. Never mind, wir starten jetzt hier natürlich jetzt hier nochmal in dieses Match hinein, meine lieben Damen und Herren. Haben natürlich jetzt hier auf der einen Seite erstmal ein Fetcher-Bann auf Seiten von Gamerzone, was natürlich ein guter Bann ist, was natürlich ein solider Bann ist, kann man natürlich mal immer gebrauchen. Vor allem Attic ist natürlich so ein Objective, das natürlich so gerne gespielt ist. By the way, wir tappen noch ein letztes Mal aus, um alles gucken, ob da alles richtig ist. Das ist es auch so. Wir tappen jetzt nicht mehr raus. We will not tap out now afterwards. Just wanna check if everything is right. Und ja, wie gesagt, Firmware wird jetzt hier nochmal rausgebannt. Firmware natürlich auch hier nochmal ein sehr, sehr starker Operator. Vor allem auch hier wieder, man bannt tatsächlich keinen Breach Supporter, keinen zweiten, sondern man geht direkt gegen einen Hard Breacher, was natürlich sehr unnormal ist. Dann natürlich die Clashplay, auch sie natürlich mit dem Schild, ist halt natürlich einfach nervend, wenn man gegen das Team jetzt hier nochmal antreten soll. Und zu guter Letzt Melusi, unser letzter lebender Operator, besser letzter Operator, der jetzt hier nochmal rausgewandt wird. Und wie gesagt, ich gucke jetzt hier nochmal auf das Roster selber nochmal hinein. Es ist ein voll italienisches Roster gegen ein voll deutsches Roster. Das heißt, auch hier wieder weiteres italienisches Roster, das wir natürlich jetzt hier nochmal auf meinem, ja, Kanal natürlich nochmal begrüßen dürfen. Und meine lieben Damen und Herren, Ladies und Gentlemen, wir sind natürlich sehr gespannt, wer das Ganze jetzt hier gewinnen wird. Meine lieben Damen und Herren, wird es hier tatsächlich Gamerzone sein oder wird es RuhrSports Nationals sein? Die Abstimmung, die läuft bei mir immer noch. Ich weiß nicht, ob sie für euch immer noch laufen wird, aber RuhrSports Nationals mit 36 Votes absolut vorne, was natürlich sehr interessant ist. Und meine lieben Damen und Herren, wir starten unser erstes Objective jetzt hier erstmal mit Kidstorms und ich wünsche euch allen ein absolut schönes Match hier zwischen RuhrSports Nationals und den Jungs hier von Gamerzone Esports. So, was wir natürlich jetzt hier direkt als allererstes sehen, ist natürlich die sehr interessante Rotation, die du jetzt hier gemacht hast zu dem kleinen Closet. Das ist also natürlich sehr aggressiv hier mit, erstmal mit Master, wenn du mitspielen willst, sie diesen Entry ihn überhaupt nicht gönnen lassen. Das heißt natürlich auch hier erstmal Trophy Stage Rally probieren aktiv mitzuhalten. Jedoch trotzdem bereitet man sich hier vor auf einen Trophy Stage Cherry Push, auf einen Take von den Jungs. Darum auch die Reinforcements hier vom Attic aus. Hier auf der anderen Seite auch standardhaftes Gameplay im Attic hinten. Standardhaftes Gameplay jetzt hier in einem Whitestairs. Und meine lieben Damen und Herren, RuhrSports Nationals gegen Gamerzone kann jetzt hier nochmal loslegen in Runde Nummer 1. Let's go! Ich hoffe natürlich, ihr habt Bild, genau, habt ihr. Attackers have dropped the bomb diffuser. Attackers recovered the diffuser. Attackers dropped the diffuser. So, meine lieben Damen und Herren, währenddessen starten wir jetzt hier erstmal in dieses erste Match hinein. Matrix mit dem ersten Engel jetzt hier von der Hedge aus tatsächlich in Richtung Entry. Und da ist natürlich das Ding, du wurdest hier gespottet, du musst natürlich jetzt hier erstmal retrieven von da. Währenddessen machst du dir aber einen zweiten Engel auf und kannst natürlich auch von da jetzt hier diesen ersten Engel halten. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch den ersten Entry ins Gebäude hinein. Raiden tatsächlich auch schon mit dem ersten Versuch jetzt hier diesen Spieler hinten bei Armel nochmal rauszuholen, schafft es aber davor erstmal nicht.
Und ja, Runde 1, 5-5 Situation natürlich immer noch zum Start. Das hat das Ding, Matrix hat hier gerade einen ziemlichen Disadvantage, also einen, ja, ziemlichen Advantage hier natürlich, weil du eigentlich zwei Angles sehr, sehr durch einfach halten kannst. Und auch Matrix hier mit dem Opening Frag Raiden wurde jetzt hier erstmal rausgezogen. Schöner Start hier mit dem 4-5 Situation natürlich. Und das heißt natürlich, das Team jetzt hier von Rusports kann jetzt hier erstmal diesen Spieler hier auf dem Jekyll, auf diesem Roam Hunter erstmal rausnehmen. Obwohl Jekyll nicht das gemacht hat für das, was er eigentlich geschaffen wurde. Und das wäre natürlich, wie ich schon gesagt habe, dieses Roam Hunter Hunten, sondern man hat ihn direkt gebraucht für dieses Gameplay hier oben bei Army Throne. Was natürlich sehr interessant ist, kann man natürlich mal machen, ist aber nicht das Norm. So, 1 Minute 26 Sekunden jetzt hier noch zu spielen. Aufbau wird es hier nochmal hingelegt. Matrix mit dem K gegen Fade findet die 3-5 Situation jetzt hier zum Start. Und das heißt natürlich, ein zweiter Spieler wurde rausgeholt. Und genau das ist, was ich auch schon mal eigentlich vorher ansprechen wollte, aber nicht dazu gekommen bin. Heyman versteht jetzt hier, checkt hier, yo, da kommt keiner vorne über Master Bedroom. Das heißt natürlich erstmal Rückzug von dort und erstmal Master Bedroom natürlich zumachen, dass man natürlich auch dort nicht, ja, auf Garde dann natürlich irgendwie nochmal rausgeholt ist. Auf der anderen Seite findest du jetzt hier einen weiteren Führungstreffer auf Seiten hier von, ja, Rusports Nationals. RH Soundpack, okay, after dem, ja, nach der Runde haben wir natürlich gesehen. Wenn es natürlich im ersten, zweiten Krieg immer mal wieder rumkommt und natürlich immer wieder probierst, den Spieler jetzt hier mal rauszuziehen, hast du jetzt Pinto mit dem K gegen Damned und das heißt natürlich nur noch Tito, ganz der letzte lebende Spieler hier auf der Hibana natürlich nochmal unterwegs, schlägt sie nochmal den ersten Kieler, Spieler nochmal raus, nämlich, ja, wie gesagt, Pinto erstmal draußen, keinen Benefit hier mehr zu spielen, weil das ist nächsten Angle und probierst halt irgendwie das Game jetzt hier tatsächlich nochmal in einen Kill zu ziehen. Einer natürlich jetzt hier nochmal geliebt, ich glaube, der wurde jetzt gesagt, yo, vielleicht schaffst du es natürlich jetzt hier nochmal zu reconnecten. Und der Pre-Fire kommt natürlich auch da nochmal durch, wenn es hier vorhin mal kein Kill, 15 Sekunden, was macht das Spiel natürlich jetzt hier nochmal raus? Ui, Matrix! Wurde jetzt auch nochmal rausgeholt, aber die MK12 Storm von der lieben Alibi regelt jetzt hier erstmal. Und das heißt natürlich Rehost, meine lieben Damen und Herren, nach einer ersten sehr stark gespielten Runde hier von Rusports Nationals. Meine lieben Damen und Herren, was für ein Start jetzt hier in dieses Matchup hinein. Wie gesagt, Rusports Nationals kämpft sich jetzt hier erstmal eine sehr, sehr dominante Runde nach Hause. Und das Ding ist halt wirklich, vor allem auf Matrix, du hast hier zwei Spieler auf Schacht gehalten, zwei Spieler daran gehindert, den Entry ins Gebäude zu setzen, was natürlich unglaublich stark ist, was natürlich sehr, sehr wichtig ist. Und das heißt natürlich für uns, meine lieben Damen und Herren, gehen wir jetzt auch gleich nochmal in dieses, ja, in diese zweite Runde hinein. Wie gesagt, Opening Frag war jetzt hier gerade auf der Seite jetzt hier von Matrix natürlich gegen das Window. Und ja, würde mal sagen, wir warten natürlich jetzt hier auch, bis wieder die Spieler wieder reinkommen. Wie gesagt, erste wunderschöne Runde, die wir jetzt hier nochmal gesehen haben. Und ich hoffe natürlich auch, Runde 2 wird wieder elegant wie jetzt hier diese erste. Mal gucken, für welches Team. Aber ich denke, Rusports hat vorerst mal den Schuh im Gebäude. Jetzt muss auch noch das italienische Team den Entry hier finden. So, fertig gelabert für eine kleine Zeit. Wurde denn schon wieder alles gebannt? Es wurde hier einen Jekyll gebannt. Ne, es wurde hier eine Melusi gebannt. Nicht formal, Melusi. Und eine Clash noch in der Defense. Dann haben wir natürlich die standardhaften Bands schon mal da. Und können natürlich auch die Spieler wieder einladen. Cheers, by the way. Ah, yeah. So. So, also wie gesagt, Kid Storms wurde jetzt hier unser erstes Objective und hier natürlich nochmal anzumerken, Rusport spielt ein sehr aggressives Game, nochmal hier nochmal zurückzuführen auf das Game von Matrix.
Du hast, das ist natürlich der erste Punkt, wo du hier hast. Du hast hier sehr viele Engels, sehr aggressiv gehalten mit Pre-Fire-Shots, mit versuchen natürlich den Spieler hier schnell rauszuholen. Das ist natürlich auch erfolgreich, weil man, ich glaube, nicht mehr ein bisschen. Man hat ja schon mal gegen das Team jetzt hier von Gamezone gespielt. Gamezone natürlich auch in der Gegenseite natürlich gegen RuhrSports. Und ich denke, du warst jetzt auf diese wirklich Aggressivität nicht mehr gefasst. Und währenddessen natürlich auch die Spieler jetzt hier mittlerweile nochmal. Ups. Okay. Gamerzone ist ready, RuSports ist ready und das heißt natürlich, wir starten jetzt hier mittlerweile nochmal in die zweite Runde hinein. Meine lieben Damen und Herren, nochmal, wie gesagt, die Jungs jetzt hier von RuSports müssen natürlich jetzt hier weiterführen mit ihrer wirklich schönen Aggressivität natürlich in diesem Game drin. Das Team jetzt hier von Gamerzone muss natürlich jetzt hier nochmal auftreten mit dem. Natürlich aber jetzt hier mittlerweile auch hier wieder Runde 2, das jetzt hier gelegen wird. Es ist jetzt hier RuSports tatsächlich mit dem ersten, wie gesagt, jetzt hier mit der zweiten Defense, ich meine Attack von ihnen. Und ja, das ist natürlich jetzt hier nochmal, wie gesagt, allgemein Rainbow Six Siege meiner Meinung nach sehr defender-sided. Also sollte man sich natürlich jetzt hier noch keinen allzu großen Kopf darüber machen. Währenddessen starten wir natürlich jetzt aber trotzdem auf Laundry Supply jetzt hier mittlerweile nächste Runde. And I really wanna know for a sec, I mean, again. I already told it in the last week of the qualifier, but I really want to get into the English, I mean the European scene of the Rainbow Six Siege esports scene here Defenders, in the protect your T3, bombs from being T5 defused by attackers. Competition. And I really want to ask you, Gamestone, how long does this roster already exist? How long do you already play with each other? It would be pretty interesting. Also natürlich auf der Seite von Rus Possession würde mich natürlich das jetzt hier sehr interessieren, weil ich natürlich, wie gesagt, auch das Team jetzt hier nur als Casual Tryhards, oder? Ja, das war glaube ich Casual Tryhards, da zum Beispiel gecastet habe bei den Phoenix Cups. Natürlich da auch noch im ersten zum Beispiel auch noch dabei mit Just Pit, der jetzt hier natürlich bei Vicious and Evil ist. Auf der anderen Seite starten wir natürlich jetzt aber mittlerweile in diese zweite Runde hinein. Gamestone natürlich jetzt hier 0-1 hinterher. Ja, dieses italienische Team. Und meine lieben Damen und Herren, meine Compadres hier natürlich starten jetzt hier wieder in dieses Game hinein. Ich muss jetzt kurz dieses wunderschöne ja, Overlay von Tabstats reinmachen, dass ich natürlich auch hier wieder die Auswertung der Spieler sehe. Und wie gesagt, das wird jetzt hier mittlerweile die zweite Runde. Die erste Runde war sehr, sehr erfolgreich für RuSports. Und somit starten wir natürlich jetzt hier erstmal wieder in Runde 2 hinein, meine lieben Damen und Herren. 2 Minuten 40 Sekunden noch zu spielen. Aufbau wird es hier natürlich hingelegt. Und das heißt natürlich RuSports Nationals gegen Gamerzone. Wenn ihr wissen wollt, was in der Zukunft oder was danach gespielt wird, findet ihr natürlich mit Ausrufezeichen Matches. Oder allgemein alle Commands findet ihr unten in den Palace drin, natürlich auch die Anmeldung hier zum Clash of Royals, wo wir natürlich auf ein paar geile Zuschauer, geile Teams hier hoffen werden. Aber natürlich jetzt hier erst einmal mit dem Start ins Game hinein, Gamerzone gegen RuSports, let's go! So, Runde 2 jetzt hier natürlich zwischen Gamerzone und RuSports jetzt hier wieder dabei. Erste Runde war jetzt natürlich Kid Storms. Jetzt in der zweiten wird man jetzt hier erstmal Laundry Supply anspielen. Wird natürlich jetzt mit einem neuen Floor jetzt hier nur probieren. Währenddessen wartet man jetzt hier auch auf diesen ersten Pre-Fire natürlich um die Seite herum. Und Kappa mit dem Opening Frag hier. Erster Opening Frag hier in das, in, ja, in diesem Game jetzt hier für das Team für Gamerzone. Man holte natürlich auch vorher schon den Opening Frag in der letzten Runde auf Seiten von RuSports. Wie gesagt, das wurde jetzt hier nochmal denied. Und ich hoffe natürlich, ihr habt Bild, genau, habt ihr auch. Und ja, wie gesagt, dann starten wir jetzt hier mittlerweile in diese zweite Runde nochmal hinein. 1 Minute 30 Sekunden auf dem Timer, selber noch dabei. Und ja, Gamezone gegen RuSports Nationals startet jetzt hier wieder mit diesem Matchup, wieder mit diesem Aufbau. Und das heißt natürlich auch, wir werden sehr gespannt sein, wer das Ganze jetzt hier mit nach Hause nehmen wird. Auch hier nochmal mit dem ein oder anderen Angle, der jetzt hier mal reingehalten wird. Und tatsächlich, Damned jetzt hier mit dem ersten. Entry by Construction, ja, kann man natürlich mal machen, ist natürlich eine schöne Sache. Eine Minute auf dem Timeboard, was macht man jetzt hier auf Seiten von Gamestone? Matrix auf der anderen Seite mit dem ersten Engel, aber Kappa macht aus ihm erstmal, ja, nicht mehr wirklich lebendiges Fleisch. Nee, jetzt kommt der Push um die Corner, aber die Pumpgun schon. Oh, 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 das sieht nicht gesund aus.
So, Pipegun-Schuss ist da, Kappa ist draußen, er hat seine Arbeit gemacht im 2-Kill, stattdessen kommt natürlich der zweite Shot und da ist natürlich auch Heyman mit einem Double-Kill, zieht jetzt hier mittlerweile Damned raus und das ist das Ding, du bist jetzt zweimal am gleichen gestorben, hier in dieser wirklichen makabren Corner drin normal, dann dessen auf der anderen Seite Raiden mittlerweile auch gedroppt ist und das C4 von Pinto einfach genau diesen perfekten Engel hat und es flog wie ein absoluter Champion jetzt hier nach vorne, Flashbang kommt noch rein, Tito mit dem ersten Push ins Gebäude, mit dessen Stand fließt ins Gebäude hinein, mit dessen schießt man hier erstmal in Heyman raus, aber Pinto mit einem Double Kill auf seiner Seite, auch noch Tito draußen. Und das ist natürlich eine 2-1 Situation. Spiel wird jetzt hier nochmal angesetzt im Slate Game hinein, aber Risky mit dem Kill gegen Fede und das heißt natürlich Resports Nationals hier mit der Runde Nummer 2. In diesem Falle ein bisschen closer als die erste Runde, aber immer noch ein absolutes Hammer-Gameplay hier von den Jungs hier aus Deutschland. Natürlich gegen dieses italienische Team. Meine lieben Damen und Herren, was eine Runde, was ein Game. Und wir gucken natürlich auch hier nochmal auf diesen Start hinein und wie gesagt nochmal Risky, Pinto und Heyman, absolutes phänomenales, phänomenale Runde gerade gehabt, natürlich auch in der letzten Runde bei meinem Matrix. Über Fox weiß ich jetzt hier nicht 100%, meine lieben Damen und Herren. Das heißt natürlich jetzt hier, gehen wir nochmal in diese, ja, mittlerweile dritte Runde hinein. Und Resports Nationals jetzt hier mit dem ersten Versuch und auch mit der ersten vielleichtigen Chance, das Ganze in einen positiven Roundtop, ich meine, mit einem Draw zum Roundtop hier vorerst nochmal, ihr erste Hälfte jetzt hier aber zu safen. Währenddessen das Team von Gamerzone natürlich jetzt hier absolut eine oder zwei Runden hier nochmal braucht. Mindestens, dass man jetzt hier nochmal einigermaßen solid, ja, mindestens zwei Runden nicht ziemlich noch für die, ja, bisschen raus und natürlich, meine lieben Damen und Herren, ich glaube. Ach, Pip ist Trial bei euch? Okay, never mind. Attackers have located a bomb. Seconds to go. 5 seconds to go. Attacker's objective is to defuse a bomb. So, meine lieben Damen und Herren, das heißt natürlich, so. Tut mir leid, müsste jetzt mal kurz verschwinden, sonst wäre ich wieder zusammengeschissen worden. Ne, normal, Opening Frag schon da, Matrix. Ja, schafft das Gleiche, was man natürlich jetzt hier in der ersten Runde schon mal hingekriegt hat. Sehr aggressives Gameplay wieder, sehr aggressive, auch wirklich auch die positive Lage, die man jetzt hier nochmal rausbekommen hat. Matrix mit dem ersten Engel jetzt hier natürlich nach vorne. Und das heißt natürlich, wenn dessen findet hier mittlerweile Matrix den Kill gegen Gate. Man hat gerade noch den Kill gegen Matrix. 3-4 Situation jetzt hier wieder zum Start des Dinges. Und das heißt natürlich jetzt hier 3-4 zum Start. Fede und Tito erstmal draußen. Findet hier natürlich zwei absolute gute Opening Flags, gute Runden. Matrix natürlich auf der anderen Seite. Muss jetzt hier natürlich erst einmal wieder in Camps gehen. Aber trotzdem, er hat seine Aufgabe gemacht. Wir gucken natürlich auch hier nochmal aufs Scoreboard. Wie gesagt, jetzt hier mit einem Double Kill kann man hier sehr gut erstmal natürlich nochmal performen. Und wenn dessen jetzt Kappa mit dem nächsten Aufbau auch nochmal über Trophy natürlich in diesen ersten Engel nochmal nach vorne haltet. Und 1 Minute und 58 Sekunden. Jetzt sind wir auf dem Timer natürlich dabei, sind haben wir Runde 3 jetzt wieder gefunden. Pinto natürlich mittlerweile auch unten mit dem ersten Engel, sind mit der SMG 11 in der Hand natürlich nach vorne in diesen Entry-Bereich hinein. Aber natürlich, da vorerst noch mal kein Spieler ist, kann man natürlich auch da keinen Kill vorerst finden. Runde 3, 1 Minute 38 Sekunden. Jetzt mit dem ersten Peak natürlich auch noch in Richtung Dorms und natürlich hinten nochmal in dieses Bedroom-Bereich. Damit sucht den Spieler, findet aber davor erstmal keinen. Und 1 Minute und 28 Sekunden. Was machen wir jetzt hier damit? Mit dem ersten Free Fire. In den Corner. Findet aber gar keinen. Wenn das in die 4-2-Bereich. Wunderschöner Kill. Risky mit dem Kill gegen Gappa. Raiden mit dem Kill gegen Fox. Fox wieder draußen. Raiden mit dem Double Kill. Holt sich nochmal Risky raus. Jetzt aber mit dem Push jetzt hier erstmal in diesen Top Floor. Und du musst euch nochmal, bedenken. 2-2 Situation. 1 Minute zu spielen und das Objective ist unten. Das heißt, du hast keinen richtigen Aufbau und ich glaube, du hast auch nicht wirklich die Knowledge, wo das Objective ist. Und es hat jetzt erstmal den Diffuser droppt. Ich glaube, alleine das, da erwartest du. Wieso droppst du den Diffuser, mein lieben Raidern? Ah, das ist natürlich gar nicht gut. So, 15 Sekunden den Timer, da bin ich dabei. Wenn es natürlich wirklich alles Geld, der jetzt hier nochmal losgeht, auch hier natürlich den einen oder anderen Spieler mal suchst und natürlich auch hier unten den Heyman jetzt hier aggressiv gegenhalten, weil wie das Roosports gerade dauergehend macht, dieses aggressive, wirklich starke Gameplay jetzt hier nochmal zu zeigen. Trotzdem Runde 3, Raiden auf der anderen Seite jetzt hier mittlerweile mit der Versuchung, groß hier diesen Drop hier nochmal anzuforcen, natürlich in Richtung Gebäude hinein. Und meine lieben Damen und Herren, Ladies und Gentlemen, jetzt hier Runde 3. Was macht Ruhrsport? Was macht Gamerzone? Drop wird da.
er ist da. Damit mit dem ersten Push nach vorne. Bitte vorerst mal keinen Kill. Nee, jetzt ist er mit dem Damage hier. Heyman ist draußen. Schöner Triple Kill von Raiden. Und auf der anderen Seite Pinto natürlich auch nochmal draußen. 10 Sekunden Push mit angesetzt. Du weißt, wo der Spieler ist. Aber Pinto mit der SMG 11 und Rua Sports holt sich den Draw zum Roundtop hinein. Schade. Schöner Versuch hier von GameZone. Aber Pinto in diesem Falle einfach besser. Oh, Damix, thank you. Thank you, I really appreciate it, Jesus. And also, Damix and Lenny, thank you for the follow, of course. Thank you for the support from you guys. Und ja, auf der anderen Seite natürlich hier nochmal Kid Storms. Es ist die erste von drei Chancen, jetzt hier das Ganze in einen positiven Roundtop zu setzen. Ja, das ist natürlich allgemein, was ich natürlich hier nochmal sehr gut finde. Ich denke, Fox ist ein super, super talentierter Spieler. Aber ich denke auch, wenn ein Spieler wie er nicht mal supporten oder besser nicht ins Game reinkommen kann, da hast du immer noch diesen, hast du natürlich immer noch vier andere Spieler, die natürlich hier deine Aufgabe übernehmen. Und das natürlich super ist. Das ist natürlich, das nennt man Team. Natürlich gibt es dann auch in anderen Spielen vermutlich dann, wo Fox absolut stark ist. Ich, wie gesagt, ich kenne das Roster nicht. Ich kann jetzt hier nicht entsprechend bewerten. Darum sage ich jetzt, vermute ich jetzt erstmal, wie gesagt, dass er eigentlich auch super gut ist. Aber natürlich in diesem Falle so ein Team zu haben, das natürlich dann dich erstmal über die Runden bringt und natürlich, dass du in einem anderen Game dann besser performen kannst, ist natürlich super. Und ja, wenn das natürlich jetzt ja nur 20 Sekunden noch in der Aufbauphase und diesmal überlegt oder besser spielt tatsächlich Gamer Zone jetzt hier, ich meine, spielt jetzt hier Real Sports tatsächlich ohne Rotation. Das heißt natürlich, man wird jetzt hier, man erwartet wieder den anderen Aufbau und das ist natürlich jetzt hier die Chance, das sieht man glaube ich, das hat man auf Raiden gesehen. Du siehst, dass dort dazu ist, du hast gesehen, dass du natürlich diesen Aufbau möglich ist und Matrix. Ich glaube, der war sogar illegal. Activated device. Device placed. Attackers have located a bomb. Gemini activated. Gemini's out of commission. Okay, wenn das natürlich jetzt hier Matrix mit der Wahl mit einem Double Kill jetzt ja noch Kappa rausholt, es sah für mich natürlich auch aus wie ein Instant-Spawn. Was natürlich jetzt hier nicht optimal ist, wenn das natürlich hier passiert ist. Ja, das natürlich hier jetzt gestartet werden, hier mittlerweile natürlich auch, ja, Real Sports mit einem wirklich starken Runde. Das ist das erste Spawn-King auf sich, das ist natürlich kontroverse. Dagegen. Aber natürlich kann man das machen, das ist natürlich nicht verboten. Wir müssen jetzt hier einfach noch kurz mal kontrollieren, ob das in 3 Sekunden waren. Wäre natürlich gut, wenn jemand von euch auch einen Clip gemacht hat. Wenn dessen Tito mit dem Kick gegen Risky, holt es natürlich jetzt hier nochmal raus und das heißt natürlich jetzt 1 Minute 10 Sekunden natürlich unterwegs. Wenn dessen jetzt hier das Game jetzt nochmal gestartet wird, hier natürlich das Ganze nochmal angesetzt wird, Runde 10 jetzt hier mittlerweile mit einem ja, ziemlich schnellen Start wieder Damage mit dem ersten Damage natürlich nochmal reingeholt und das heißt natürlich jetzt nochmal, wie gesagt, nochmal kurz gucken, please watch it please clip the spawn peak if it's possible. Ja, never mind, wenn dessen 50 Sekunden natürlich nochmal zum Spielen aufbauen, wird jetzt nochmal hingesetzt und das heißt natürlich jetzt hier nochmal sehr gespannt sein, wer das Ganze jetzt nochmal holt und nebenbei natürlich auch nochmal kurz gucken, Weg nämlich das Clip. Trotzdem wurde 46 Sekunden zu spielen. Du hast natürlich zwei sehr, sehr gute Kills. Raiden mittlerweile auch mit dem gegen Fox in 3-3-Situation. Matrix wieder gegen Raiden 2-3-Situation. Gamerzone jetzt hier wieder mit der mit dem ersten mit dem ersten Kill. Oder bisher mit dem ersten wieder Disadvantage, nachdem dass du dir eigentlich diesen Comeback einigermaßen gesetzt hast. Wenn dessen Matrix versucht auf diesen Outrun und wie gesagt 30 Sekunden in Sicherheit ist nochmal kurz und dessen aber Matrix mit dem Outrun. Quad Kill, er ist kurz davor, diesen Ace jetzt hier zu ziehen. Schafft er das auch? Große Frage, kleine Antwort. Wenn dessen Refire-Shots gehen jetzt immer durch. Und meine lieben Damen und Herren, es ist Matrix mit dem Ace! Wow! Und das ist natürlich perfekt, dass wir die jetzt hier noch gucken können wegen der Zeit. Wo ist das Spawn Peak durchgegangen? Okay. 1, 2, 3, 2 Sekunden.
Attackers need to locate and defuse bombs. So. Gut, das heißt natürlich, wir gehen jetzt nochmal in die Cam hinein. Also wie gesagt, die Runde wird jetzt hier nicht mehr gespielt, die wird jetzt hier gecountet für das Team jetzt hier auf Seiten von den Jungs hier von GZ. Und das ist natürlich das Ding, da müssen wir natürlich ganz klar die Regeln befolgen. Das ist ein Instant Spawn Peak, 2 Sekunden ist natürlich nicht erlaubt. Und das heißt natürlich jetzt hier, wenn die Folge gezogen, die Runde wird gecountet für das Team hier von GamerZone. Ich hoffe natürlich, die sind auch die Regeln. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich schreibe nachher nochmal kurz Mr. Timler an. Und das heißt natürlich hier nochmal, ja, wie gesagt, das Stream Reconnect wird, ich meine, diesen Rehost wird jetzt hier natürlich keinem abgezogen. Klar, GamerZone hat jetzt hier schon einen abgezogenen Rehost, natürlich jetzt hier ein bisschen unlucky für die. Aber ich hoffe natürlich, der Stream, der Rehost geht einigermaßen schnell über die Bühne. Geht jetzt hier noch kurz auf Ubisoft Connect. Genau. Also, wie gesagt, meine lieben Damen und Herren, das wird jetzt hier nochmal. Oh, Just Jui, Jui, danke für den Follow, Ira. Also wie gesagt, wir müssen jetzt hier natürlich nochmal das Ganze nochmal starten und ja. Wieso leckt das Stream gerade so? Okay. So, alles sind natürlich jetzt hier wieder eingestellt. Ja. Natürlich jetzt hier ein bisschen unlucky, dass das natürlich jetzt hier so passiert ist, aber natürlich schöner Versuch hier von Matrix trotzdem hier einen Instant fast Spawn Peak hier noch zu ziehen. Absolut krasses Ding. Und ja, wie gesagt, Kappa muss jetzt hier nochmal kurz gucken. Und ja, wie gesagt, der ganze Rehost wird jetzt hier keinem abgezogen. Vor allem nicht Roosports. GamerZone hat natürlich jetzt hier schon mal diesen Spieler jetzt hier schon mal draußen. Und wenn das natürlich warten wir jetzt nochmal kurz auf dieses letzte Spiel. Kappa geht rüber. Pinner muss auch natürlich nochmal rübergehen. Und somit, meine lieben Damen und Herren, sind wir natürlich wieder ready, in dieses Game jetzt hier nochmal reinzustarten. Nochmal Roosports gegen GameZone. Roosports ist ready. Jetzt warten wir natürlich nochmal auf das R von GamerZone. Und die sind natürlich auch ready. Und wie gesagt, natürlich tut mir leid jetzt hier wegen dieser kleinen, wegen diesem kleinen Abstand. Aber es halt, wie gesagt, das muss natürlich jetzt passieren. Und meine lieben Damen und Herren, wir gehen jetzt hier natürlich nochmal in dieses Game nochmal hinein. Let's go hier mittlerweile in Runde Nummer 3 hinein. Roosports Nationals hier gegen das Team jetzt hier von GameZone. Und let's go. Aber hey, es war knapp. Es waren fast 3 Sekunden. Also beim nächsten Mal schafft es vielleicht jetzt hier noch eine Sekunde zu remainen und nachher den Kill zu holen. Nee. Kid Storms, meine lieben Damen und Herren, wird jetzt hier natürlich nochmal nächsten Mal angespielt. Das ist nochmal das Objective jetzt hier. Man darf natürlich jetzt hier nochmal anspielen von Roosports. Und wie gesagt, 3-1 steht es hier gerade. GameZone gewinnt jetzt hier eine Runde durch einen Timeout oder besser durch einen Protest zugesagt. Kann man das so sagen? Ja. Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. So, meine lieben
meine Damen und Herren. Runde 5, es ist die zweitletzte Runde von dem Roundsort und Gamezone jetzt hier, wie gesagt, mit dem 30 Sekunden Start jetzt hier wieder natürlich in das Game hinein. Und das ist 30 Sekunden natürlich jetzt hier in der Prep-Phase wieder. Und wie gesagt, es ist jetzt hier mittlerweile diese zweitletzte Runde vom Roundsort. Husky hat jetzt hier wieder zweite Chance natürlich, um das Ganze in einen positiven Roundsort jetzt hier nochmal reinzuziehen. Was natürlich für Rang für das Team jetzt hier sehr, sehr stark wäre, wenn das natürlich jetzt hier nochmal hinkommen würde. Und Runde 5, meine lieben Damen und Herren, nochmal Gamezone gegen Hursports Nationals. Macht nochmal ein bisschen Hype in den Chat rein. Und wir starten natürlich dann jetzt hier mittlerweile in diese, mittlerweile fünfte Runde hinein, meine lieben Damen und Herren. Macht nochmal ein bisschen Hype mit zwei Teams natürlich in diesen wunderschönen Chat nochmal hinein. Und dann würden wir natürlich jetzt auch reinstarten in Runde 5 in unserer sehr, sehr gespannte Sache natürlich jetzt hier nochmal. Und meine lieben Damen und Herren, let's go mittlerweile wieder in dieses Match hinein. Gamezone gegen Hursports Nationals. Jetzt hier mittlerweile in unserem nächsten Match. So, mein Lieben, denn das natürlich jetzt hier wieder der Start des Games jetzt hier mal gesetzt wurde. Runde 5 jetzt hier wieder loszulegen. Es hat natürlich im Games mit den ersten Aufwahl jetzt hier vorne über diesen Balcony. Suchst natürlich jetzt hier ganz, ganz schnell nach diesen ersten Spielern. Währenddessen natürlich hast du jetzt hier nochmal 2 Minuten 10 Sekunden nochmal auf dem Spieler selber nochmal drauf. Und währenddessen geht es jetzt hier mittlerweile wieder in dieses Matchup hinein, meine lieben Damen und Herren. 2 Minuten auf den Timer selber noch dabei. Währenddessen natürlich der Peak jetzt hier mittlerweile von Fox um die Corner kommt und unten natürlich auch mittlerweile der Aufbau jetzt mittlerweile von Gamezone ist, hast jetzt hier 1 Minute 50 Sekunden nochmal auf dem Spiel. Und das heißt natürlich nochmal, Game Start ist jetzt auch hier wieder gesetzt geworden. Erster Angle jetzt mittlerweile vom Kampf nach vorne, wird es aber vorne keinen Kill. 1 Minute 40 Sekunden natürlich noch zum Spielen. Und das heißt natürlich jetzt hier mal aufpassen. Währenddessen oben kommt der Push um die Corner herum. Das ist hinter mit dem ersten Kill. Der mit draußen. Schönes 4-5 Situation. Währenddessen findest du natürlich den Ausgleich selber hier direkt von Raiden gegen Pinto. Auch da natürlich sehr wichtig. Und das heißt natürlich vorerst, Attic ist frei. Du kommst. Nee, ist es nicht. Raiden mit dem Kill gegen Matrix. Und das ist natürlich nochmal ein sehr guter Kill. Weil Matrix natürlich hier ganz, ganz böse agiert hat in den letzten paar Runden. Und 1 Minute 20 Sekunden natürlich auf dem Timer nochmal dabei. Währenddessen Kappa mit dem Kill gegen Risky. 4-2 Situation, währenddessen natürlich noch ein oder anderen Engel aber gehalten wird. Hier natürlich auch der Spieler jetzt hier von Fox mit dem Kill gegen Kappa. Yin-Candela kommt rein, währenddessen pushen die Corner hier von Fox, findet aber vorerst nichts als Damage. Und die Candela, die probiert er wieder reinzutorten. Jetzt Raiden mit Kill gegen Halen, Triple Kill Raiden. Und es liegt hier nur noch an Fox natürlich auf der Vector. Jetzt hier hinten auf den Wildster. Pre-Fire Shots kommen rum, muss auf die Richtung vorne aufpassen, währenddessen kommt der Push. Aber Fede mit dem Bang hier durch diese Smoke durch und das heißt natürlich GZ hier oder Gamer Zone holt sich mittlerweile eine erste richtige Runde jetzt hier mit raus. Auf der anderen Seite ist es die letzte Runde von einem Roundsorb und Gamezone jetzt auch mit der Chance, das Ganze natürlich in einen Draw zum Roundsorb vorerst mal zu setzen, wenn dessen Ruhrsports natürlich jetzt hier nochmal auf diesen positiven Roundsorb hier nochmal reingehen will. Meine lieben Damen und Herren, macht nochmal ein bisschen Hype für die zwei Teams natürlich nochmal in diesen Chat hinein und das heißt natürlich auch hier wieder, nächste Runde wird hier nochmal hingesetzt. Meine lieben Damen und Herren, let's go! Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. So, das heißt natürlich jetzt hier Runde 6, meine lieben Damen und Herren. Es ist immer noch in 30 Sekunden, bis jetzt hier wieder der Rundenstart da ist. Währenddessen werden jetzt hier wieder die letzten Preps immer gemacht. Und wie gesagt, es ist die letzte Runde von Roundsort Gamezone hier gerade mit 2 Punkte. Eine Runde, da holte man sich jetzt hier durch einen sogenannten Human ab. Das wäre ja eigentlich ein Rundenziel für Hursports gewesen. Das wäre ja auch die erste Runde gewesen, die man dann direkt gebraucht hätte für diesen positiven Roundsort. Die muss man jetzt sich natürlich nochmal regain. Die muss jetzt hier nochmal zurückschnappen. Vor allem halt aus dem Grund, weil Gamezone jetzt auf der einen Seite jetzt hier natürlich hier hinterher ist mit diesem 2-3. Und Runde 1 jetzt auch hier wieder hingelegt werden kann. Damnet natürlich jetzt hier mittlerweile unterwegs. 2 Minuten 50 Sekunden auf dem Timer. Und das heißt natürlich jetzt hier wieder bei letzter Runde, wie gesagt, Runde 6 jetzt hier wieder auf dem Scoreboard erschienen. Und somit starten wir jetzt hier natürlich auch in diese jegliche Runde natürlich nochmal hinein. Runde 6, meine lieben Damen und Herren, 2 Minuten 40 Sekunden zum Aufspielen. Und der Aufbau wird jetzt hier von Gamezone erstmal oder Gamezone erstmal hier über Attic und natürlich über den Big Tower angelegt.
Die ersten Breaches, die mittlerweile jetzt auch hier losgehen. Wie gesagt, jetzt auch mittlerweile 20 Sekunden auf dem Timer selber noch dabei. Und natürlich auch die ersten Engels, die mittlerweile nochmal durchgehen. 2 Minuten 14 Sekunden, Pinsum im Opening Frag, Fennel draußen, 4-5 Situation. Natürlich zum Start, Kappa mit dem gegen Fox, Fox wieder keinen Entrance Game rein. Ja, auch in den, seit dem ersten richtigen Rehaus rückt man natürlich hier vorerst mal das Ganze nicht ab. Und so währenddessen hast du jetzt hier nur eine mit den 50 Sekunden da, währenddessen natürlich auch Tito mittlerweile mit dem ersten Engel jetzt hier nach vorne findet, aber davor haben wir keinen Kill. Runde 6, eine mit den 50 Sekunden auf dem Scoreboard drauf. Währenddessen erstmal ein großer Hipfire ist hier natürlich vom Damage erstmal durch diese Big Tower. Dort durch findest du aber davor erstmal keinen Kill. Und eine Minute und 40 Sekunden remain dir natürlich immer noch in diesem Game selber noch dabei. Trotzdem 1 Minute 36 Sekunden. Was machst du natürlich aus diesem Game? Was kannst du da raus jetzt hier nochmal ziehen? 1:30, meine lieben Damen und Herren. Es geht langsam, aber sicher wieder los. So, mittlerweile auch Tito mit dem ersten Push jetzt hier in Richtung Big Tower. Wird es aber vorhin kein Kill. Nee, es ist oben tatsächlich Pinto mit dem Kill gegen Raiders. Wichtiger Kill, guter Kill. Und das heißt natürlich hier mittlerweile wieder absolut starken Start für Newsports mit der 4-3 Situation noch zu 1 Minute und 10 Sekunden. Und der Aufbau in Richtung Objective, der ist ja nicht mal angesetzt hier. Also wirklich das Time-Wasting auf Seiten hier von Newsports, das ist gerade genial. Das kannst du gerade einfach nicht besser machen. Also trotzdem 50 Sekunden immer noch nicht überhaupt auf dem Big Tower Stairs jetzt hier Richtung unten. Das heißt natürlich jetzt hier aber die letzten Angles jetzt nochmal gehalten werden und wirklich auch der Push, der jetzt hier langsam, aber sicher über die Bühne gelegt werden muss. Ich glaube, die Jungs sind hier nicht mal sicher, wo das Spiel überhaupt durchgeht, wo das Game natürlich loslegt. So, 3-4 Situationen, jetzt kommt der Aufbau, Pinto aber mit dem Kill gegen Kappa, Triple Kill mittlerweile von ihm. Ist er der zweite Spieler, der das Ganze acen kann, nachdem das ist Matrix hier in der Runde Nummer 2 gemacht hat. 30 Sekunden, mittlerweile mit dem ersten Headshot natürlich jetzt hier nochmal an die Decke, findest aber davor erstmal kein Kill. Das Flashbang kommt jetzt hier nochmal rein. 2 Minuten, 20 Sekunden, jetzt hier nochmal auf dem Timer da durch. Und währenddessen heißt natürlich jetzt hier, das Team jetzt hier von Ruhrsports nur noch up aim. Aufbau wird jetzt hier aber umstrukturiert hier mittlerweile über diesen, über diesen Construction Time. Währenddessen kommt natürlich auch hier Smoke rein. Free Fire Shot da, Tito wieder gegen Matrix, 2-3 wurde zum Push ins Gebäude. Währenddessen findet ihr David gegen Heyman, aber Quartz geht auf Seiten von Pinto und der Diffuser geht durch und es liegt hier nur noch an Risky, aber man schafft es nicht, den Diffuser zu planten und es ist Ruhrsports mit dem Win hier mittlerweile in dieser mittlerweile 6. Runde und das heißt 4-2 Route Swap hier für das deutsche Team hier auf Seiten von Ruhrsports Nationals. White Bullix und Banzai, danke für den Follow. Und auch hier, wie gesagt, absolut grandios hier nochmal gespielt auf Seiten von Gamerzone. Das heißt natürlich, Laundry Supply wird jetzt hier mittlerweile unsere 7. und 1. Runde nach dem Roundstop sein. Währenddessen natürlich auf Seiten von Ruhrsports jetzt hier diese Möglichkeit, diese Chance besteht, das Ganze in einem absoluten, genialen Roundstop natürlich jetzt hier, ich meine, genialen Start natürlich auch nach dem Roundstop hier nur zu beweisen. Währenddessen jetzt das italienische Team auf Seiten von Gamerzone natürlich, oder Gamezone natürlich besser gesagt, jetzt hier natürlich auch diesen Ausschluss wieder auf das Game will. Die gehen jetzt hier mittlerweile in die Defense hinein. Wir wissen alle, Defense ist in Rainbow Six Siege allgemein eine vorziehende Seite, weil es halt ein bisschen so dieses starke Ding ist. So mit 43 Sekunden, jetzt sind wir auf dem Timer und zur Prep-Phase natürlich. Und beide hier noch anzumerken, Gamezone hatte den Sidewall, also die hatten die Chance zu gewinnen, auf welche Seite man gehen will. Und man entschied sich als ersten die Attack. Und das ist natürlich die Frage, warum. Wollte man einfach in der Attack so viele Runden wie möglich abfahren und nachher in der Defense richtig loslegen, somit in der schwächeren Seite, somit natürlich auch erstmal den Start ins Game so zu bekommen, natürlich, dass man nachher in der Defense immer richtig fett loslegen kann. Oder ist es tatsächlich, weil man in der Attack stärker als in der Defense ist? Das ist natürlich jetzt die große Frage. Mal gucken, ob es jetzt Gamezone, ob wir uns diese Frage auch beantworten können, alleine durch das Gameplay hier von Gamezone. Attackers have recovered their defuser. Barricading door! Reloading! Switching to ER. Think of the Magnet as your lucky charm. Magnet ridden!
2 Minuten 10 Sekunden jetzt hier wieder auf dem Timer selber wieder bei. Währenddessen natürlich geht auch das Game jetzt hier wieder in die Runde hinein. Währenddessen 5 Situationen, die jetzt hier zum Start hier erstmal rausgefunden wurde. Pimpel mittlerweile auch vom ersten Damage hier auf der Ash, was natürlich jetzt hier nicht vorteilhaft ist. Tatsächlich Matrix meine ich. Nehmen wir mal, wenn das natürlich hier mittlerweile auch das vertikale Gameplay mittlerweile losgeht, hast du natürlich auf Seiten von Whisports Nationals eine sehr, sehr schnelle Map-Control. Also wirklich, du bist jetzt hier 1 Minute 50 Sekunden dabei, noch dabei, und du kannst jetzt schon sagen, du kannst voll und ganz vom Top-Top bis Top auf den Objective anspielen. Du hast Hedge-Control, du hast Meeting-Control, du hast Big-Tower-Control, wenn das natürlich du auch eigentlich allgemein Top-Top-Control allgemein hast, weil du halt auch den Füßer mittlerweile besitzt. Klar, man könnte noch über diese Laundry Stairs jetzt hier zurückrotieren, aber genau das wird jetzt hier eben auch nochmal denied. Auf der anderen Seite hast du jetzt mittlerweile auch den Push in Richtung Jäger, oder besser in Richtung Freezer da, und da wartet natürlich der letzte Spieler, und der wird jetzt rausgeholt. Und das ist ein grandioses Teamplay hier von Risky und natürlich hier von der Ash auf der Seite von Matrix. Man hat hier diesen Call gehabt, man wusste, dass man nicht peeken konnte, und das heißt natürlich, yo, peek mal für mich, komm zu mir, hilf mir das Ganze. Und das wurde auch gemacht auf der anderen Seite. Tito wird gegen Matrix, 4-4 Situation jetzt hier zum Start, wir sind Pick Recorder auch rauskommen, Raid mit gegen Risky. 4-3 Situation. Game wird hier mittlerweile nochmal hervorgezogen und 50 Sekunden auf dem Timer selber nochmal bei. Kappa mit dem nächsten Angle natürlich jetzt auch hier in Richtung Pillar, in Richtung Attic. Wieder aber davor ist mal kein Kill. Ne, es ist Peter mit gegen Raiden. 3-3 Situation. 40 Sekunden auf dem Timer drauf. Was macht Ruhrsports jetzt hier aus dieser Situation? Was macht GameZone aus dieser Situation? Das sind natürlich die zwei großen Fragen, die man jetzt hier nochmal hinstellen könnte. Und das natürlich auch wird nochmal, die Spieler jetzt hier, Tito mittlerweile auch mit dem ersten Engel jetzt hier nach vorne, und auf der anderen Seite natürlich Fox hier zum Beispiel, auch er hat sich jetzt hier mittlerweile seinen ersten Kill abgefuchst. Oh Gott, wieso? Prodex sollte keine schlechten Watch-Ops setzen, nehmen wir mal. Push ins Objective von rein, Pinto gegen Fedet, Überzahlsituation. Jetzt kommt der Push ins Gebäude rein, und das hat man nicht gemerkt am Anfang, aber trotzdem, der Turner ist da, Kappa mit dem gegen Heyman, Push ins Gebäude kommt rein, und dessen hat man natürlich hier einen absoluten Swap hier von einem, Operator-Sided, aber man sieht den Spieler, Kappa mit dem gegen Pinto, 3 Sekunden nochmal auf dem Timer nochmal drauf. Was macht man jetzt hier auf Seiten von Pinto? Push auf die Corner, aber GameZone schnappt sich die Runde durch Time-Up, sauber gespielt hier von dem Smoke. Und das heißt natürlich hier, meine lieben Damen und Herren, Ladies und Gentlemen, man geht in Runde Nummer 8 hinein. Man geht in die Runde, wo es jetzt hier mal bedeutet, erstens, man geht wieder in Führung auf Seiten von Ruhrsports, oder man holt sich tatsächlich den Draw vorerst mal raus und macht dann für das Endgame das Game nochmal so richtig, richtig spannend. Das ist natürlich große, das ist natürlich eine große, große Frage, was man jetzt hier noch hinsetzen kann. Meine lieben Damen und Herren, ich würde aber mal sagen, wir lehnen uns aber zurück und genießen natürlich jetzt hier vorerst nochmal dieses Game zwischen diesen zwei Top-Kandidaten natürlich hier wieder in diesem Matchup drin. Nochmal das italienische Team auf Seiten von GameZone Esports gegen das deutsche Team auf Seiten von Ruhrsports Nationals. And by the way, for all you guys, if you wanna compete in another tournament and you can't get in the Talent League right now, there is right now the a way to qualify yourself for another league with 600 euro prize money, prize pool. Again, it's the Clash of Royals. You can sign up in the if you give the command. If you can see the commands, it's the sign up command for season 2. And I really hope maybe we will see you there. On the other side, we will concentrate us again over this next match here in round number 8 between GameZone and Ruhrsports Nationals. And we're gonna change again the language to German. So, Nummer 8 natürlich jetzt hier dabei. Wie gesagt, GameZone gerade mit einem 3-4 holt jetzt hier eine weitere, einigermaßen gut nach Hause. Es schien danach, als würden die Teams jetzt hier mittlerweile wieder einen guten Punkt haben. Mittlerweile auch GameZone scheint danach langsam sehr, aber sicher eine Antwort für das Gameplay hier von Ruhrsports mitgenommen zu haben. Und meine lieben Damen und Herren, Runde Nummer 8. Nochmal Ruhrsports 2 Runden davon entfernt, in den Mappoint zu gehen, und 3 Runden davon entfernt, natürlich das Game nach Hause zu nehmen. Natürlich wird jetzt hier mittlerweile auch das vertikale Gameplay angegeben, und Fennep mit dem ersten Angle jetzt hier nach vorne. Schafft es jetzt hier erst einmal, probiert besser erst einmal den Breach hier nochmal aktiv zu halten, währenddessen unten eigentlich nur mal den Prep hier nochmal gemacht wurde und somit natürlich hier erstmal das Ganze soft, oder besser breachable gemacht wurde. So, 2 Minuten
30 Sekunden natürlich wieder auf dem Timer selber noch dabei. Wir dessen den einen oder anderen eigentlich hier noch gehalten. Hast du jetzt hier mittlerweile Runden, wo 8 natürlich wieder dabei. GameZone und Wurstbox National ist jetzt hier unterwegs. Und Phantom im Opening Track, Fox draußen. Ja, der Fox wurde jetzt hier erstmal weggefuchst und er sagt, wieso komme ich denn zum zweiten Mal? Der ist schlecht, never mind. 5-4 Situation ist zum Start. Wir lassen Damit mit dem aggressiven Peking. Bitte, bitte, war sich da überhaupt nicht darauf gefasst. Und das heißt natürlich, GameZone mit dem weiteren Schuss, mit dem weiteren Kill. Und sie gehen in Richtung Ausgleich, sie gehen in Richtung 4-4. Was kann Ruhesport dagegen sagen? Das ist natürlich, also was können sie für eine Antwort dafür finden? Wenn das probierst natürlich den Breach jetzt hier auch nochmal Walkthrough zu machen, dass du natürlich jetzt hier durchkommst. Aber, mein Junge, das hast du grandios verkackt. Das hast du wirklich grandios erstmal über die Bühne geholt. Und du gehst in einer Seite, die erinnert, oh mein Gott. Raiden, bitte, hol ihn raus. Der muss bestraft werden für diese Aktion. Der aimt gerade, oh Gott. Risky, einfach nur lucky, dass er nicht rausgeholt wird. Aber fette, mit einem Double Kill. Heyman draußen wird aber selber noch mal rausgeschossen. Schönes Ding, jetzt hier mittlerweile zum ersten Kill auch für die Jungs hier von den Rue Sports. Hier mittlerweile fette draußen. Ja, ihm lässt man jetzt hier vorerst mal den Ace nicht durchführen. Und das heißt natürlich, Matrix und Risky, jetzt die letzten zwei lebenden Operator, jetzt hier nochmal unterwegs in diesem Klatsch. Von 50 Sekunden, die wir jetzt hier natürlich nur Zeit hat. Meine lieben Damen und Herren, das Game kann wieder losgehen. Und wir sind natürlich ziemlich noch selber gespannt, wer das Ganze jetzt hier weiterhin ziehen kann. Wir lassen Raiden mit gegen Matrix. 4-1-Mission. Es sind aber 40 Sekunden der Wahrheit, die man jetzt hier natürlich auf Seiten jetzt hier nochmal auf Seiten von Risky bezahlt hat, das Ganze wieder nach Hause zu nehmen. Er mit dem ersten Push jetzt hier ins Gebäude rein und er sieht den Kopf. Schöner Freefire. Schafft es aber vorerst mal den Spieler nicht rauszuholen. Jetzt wieder hast du jetzt hier noch 28 Sekunden. Auch hier wieder weiterer Freefire. Du weißt ungefähr, wo der Spieler ist. Aber Kappa macht jetzt hier erstmal den Kill gegen Risky. Und das heißt natürlich GameZone mittlerweile mit dem Rundensieg und natürlich auch so mittlerweile mit dem Runden-Advantage. Somit auch das Ganze in eine weitere Runde zu ziehen. Meine lieben Damen und Herren, Runde 9 GameZone gegen Ruhrsports Nationals findet hier mittlerweile eine neunte Runde. Absolutes Trauma gegen was man jetzt auch hier wieder gesehen hat. So, das heißt natürlich, Meeting Kitchen wird jetzt hier mittlerweile unser nächstes Objective sein. Und wir sind natürlich auch hier nochmal sehr gespannt, wer das Ganze mit Hause nehmen wird. Defenders, protect your bombs from being defused by attack. Unrolling razor wire. So, es ist unsere neunte Runde. GameZone findet den Ausgleich. Und somit stehen wir natürlich jetzt hier mittlerweile noch 5-5-Beziehungen. Und das kurz hier tatsächlich eine Runde von dem Pferd jetzt hier tatsächlich die, die Runde Disadvantage jetzt hier zu erreichen. Und somit natürlich GameZone diesen Lead zu lieben. Was natürlich jetzt hier für das eigene Team nicht 100% optimal wäre. Trotzdem Runde Nummer 9, meine lieben Damen und Herren, Games gegen Ruhrsports Nationals. Kann jetzt hier gestartet werden und wir sind natürlich jetzt hier noch sehr gespannt, wer das Ganze jetzt hier mit raus nehmen kann. Games on gegen Ruhrsports Nationals. Let's go! Attackers are moving to defuse the bomb. Und meine lieben Damen und Herren, jeder Support ist natürlich kein Mord und es ist aber natürlich auch freiwillig, also natürlich könnt ihr das gerne machen, ist natürlich normal, es ist freiwillig. Auf der anderen Seite, wir gehen jetzt hier mittlerweile in diese neunte Runde hinein und das heißt natürlich, jetzt sind wir sehr gespannt sein, auch was hier jetzt immer das Team mit dem Gegner so und so performen kann und uns zeigen kann. Der Start wird jetzt natürlich nochmal hingelegt und meine lieben Damen und Herren, let's go. Das Matrix hier mit dem Opening Crack hier mittlerweile sein insgesamt vierter Opening Crack, wenn ich mich nicht ganz täusche. Es ist seit dem letzten Rehost tatsächlich, es ist der erste, das heißt mittlerweile sein dritter Opening Crack. Pinto mittlerweile zum zweimal Opening Crack und Fette tatsächlich der einzige Spieler, der jetzt hier seit dem Rehost tatsächlich überhaupt einen Opening Crack noch geholt hat. Währenddessen aber Heyman mit dem Kill gegen Damned, Matrix mit dem Kill gegen Red. Was ist los mit den Jungs hier von Ruhrsports?
Wo kommt diese Power her? Wo kommt dieses absolute mentale Meisterleistung her? Pinter mit gegen fette 1-5-Situation, wenn dessen natürlich noch mit der Granate geworfen ist. Aber ey, es ist ein alt neues ADS. Das heißt natürlich, du kannst zwei reinwerfen. Und Matrix mit dem Kill. Flawless Round to the Sports. Wo war dieses Team vor zwei Runden? Wo war das Team in den ersten 7 Runden? Ich meine, 8 Runden, meine lieben Damen und Herren. Absolut geniale Meisterleistung jetzt gerade von diesem Team hier, von Ruhrsports Nationals. Und das heißt natürlich Runde 9. Es ist die vielleichtige Chance für das Ganze auf Seiten von Ruhrsports natürlich in einem Matchpoint hier zu holen. Kann man das auch schaffen? Das ist natürlich die große, große Frage, meine lieben Damen und Herren, Ladies und Gentlemen. Wir sind natürlich jetzt hier immer sehr gespannt. Und es heißt natürlich nochmal Runde 6 hier. Lawn to the Prime wird jetzt unser nächstes Objective nochmal sein. Und wir gucken natürlich nochmal ganz gespannt, wer das Ganze jetzt hier mit nach Hause nehmen kann. Absolut auch hier wieder phänomenal von den Jungs jetzt hier nochmal rausgeholt. Währenddessen natürlich startest du jetzt hier mittlerweile nochmal in dieses Game wieder hinein. Und es heißt natürlich jetzt hier mittlerweile Runde 10. Geht es hier wieder los zwischen auf Laundry Supply, natürlich unser nächstes Objective. Und meine lieben Damen und Herren, Ladies und Gentlemen, es ist natürlich jetzt immer sehr gespannt, was jetzt hier auf Seiten von GameStop natürlich immer repräsentiert wird. Hier mittlerweile in dieser 10. Runde natürlich hier nochmal anzumerken, es ist deren Matchpoint-Situation hier. Es ist mittlerweile deren Chance natürlich, dieses Ganze nachher in einem Matchpoint zu spielen. Wenn das natürlich wird, jetzt aber erst nochmal Runde Nummer 10 nochmal hingelegt. Die letzten Preps werden jetzt hier übergesetzt. Und meine lieben Damen und Herren, Runde 10 jetzt hier zwischen GameStop und Ruhrsports Nationals. Wir gehen natürlich jetzt hier nochmal in dieses ganz, ganz spannende Matchup hinein und würde sagen, let's get ready to rumble! 10 seconds left before insertion. Shield out! 5 seconds to go. Door secure! Attackers must locate and defuse a bomb. Secure the perimeter. Bolstering our defenses. Reloading. Maximum light up. Drone activated. So, wenn das natürlich 4-5-Situation jetzt hier wieder zurück zum Start, Runde 10 wird jetzt hier mal hingelegt. Währenddessen wird jetzt natürlich auch von den ersten Engels hier mal vorne gehalten, findest aber davor erstmal keinen Kill. 2 Minuten und 26 Sekunden natürlich jetzt hier noch zum Spielen. Währenddessen werden die letzten Preps hier noch angesetzt und Runde 10, meine lieben Damen und Herren, zwischen GamerZone und Ruhrsports Nationals. Das Gameplay wird jetzt auch hier noch gehalten und du hast ganz genau, weißt, wo der Spieler ist, du probierst ihn natürlich jetzt hier noch rauszuholen, findest aber davor erstmal keinen Kill. Aber du weißt, oh, dieser Engel ist ganz, ganz böse, den könntest du natürlich hier für dich entwenden, aber du findest den Kill nicht. Das heißt, Runde 10, 2 Minuten wieder auf dem Timer selber dabei. Fox mit dem Kill jetzt hier gegen Raiden, auch da natürlich sehr, sehr schönes Ding. Holt jetzt hier mittlerweile seinen ersten Opening Frag, geht mittlerweile nach Hause. Und 1 Minute und 50 Sekunden auf dem Timer nochmal dabei. Wenn das natürlich auch immer sehr gespannt wird, das Ganze jetzt hier nach Hause holen kann. Runde 10 wird jetzt hier mal hingelegt. Meine lieben Damen und Herren, Granate, die fliegt gut und fährt er mit dem ersten Damage jetzt hier. Natürlich auch für ihn jetzt in diesem Game. 1 Minute 40 Sekunden aufbauen wollt. Spieler sind bereit. Push und ins Gebäude selber kommt jetzt hier mal rein. Mal gucken, was jetzt hier natürlich Ruhrsports aus diesem Ding jetzt mal rausholen kann. 1 Minute 30 Sekunden. Fährt er mit dem Engel jetzt hier in Richtung Big Tower. Dann natürlich auch mittlerweile den ersten Engel jetzt hier. Heyman, der jetzt tatsächlich probiert hier mittlerweile diesen, vielleicht diesen Push jetzt hier nach unten zu holen. Deswegen geht natürlich auch erstmal diese ersten Concussions rein. Aber man kann keine Ahnung, dass er bei Big Tower da ist. Aber der Push kommt rum und man verpasst die Opportunity. Endspieler zu holen. Das heißt, Fede mit dem Kill gegen Heyman. Heyman wird jetzt erstmal rausgeleitet und auch physisch tief werden. Direkter Refrag. Dessen Tito mit dem Kill gegen Matrix. Fox mit dem Kill gegen Kappa. 3-3 zu Push ums Game. Kommt natürlich auch hier nochmal rein. Mit diesem findest du einen weiteren Spieler. Peter mit dem Kill gegen Fede. 50 Sekunden auf dem Timer noch dabei. Damnet. Jetzt mittlerweile mit dem nächsten Engel auch natürlich hier in diese Rotation hinein. Wird es natürlich davor erstmal kein Kill. 40 Sekunden. Was macht man jetzt hier auf Seiten von Ruhrsports Nationals? Natürlich mal in diesem Spiel hier natürlich mal das Ganze hier nochmal rauszuholen. Das ist mit aber Ruhrsports Nationals auch nochmal ein weiteres fündig. Nämlich Tito wird jetzt rausgeholt. Fox mit dem Defuse. Es geht, sieht danach aus. Würde wie in Matchpoint-Situation gehen. Und Risky. Ja, er holt den Risky Peak und auch den Shot auf Damnet raus. Und das heißt natürlich Ruhrsports Nationals zieht in den Matchpoint und ist kurz davor, natürlich dann absolut in eine starke Situation nochmal hier zu advancen. GameStop gegen Ruhrsports Nationals. Meine lieben Damen und Herren, Ladies und Gentlemen, macht nochmal ein bisschen Hype in den Chat rein. Wie gesagt, Matchpoint-Situation hier zwischen den zwei Teams.
Game Kid Storms wird jetzt hier mittlerweile aber angespielt und wir sind natürlich jetzt hier noch sehr gespannt, wer das Ganze wieder rausnehmen wird. Wird es tatsächlich das Team jetzt hier von Gamerzone sein mit dem Comeback oder wird es Ruhr Sports Nationals sein, hier mit dem absoluten starken Game gerade. Nochmal Pinto gerade, Fox natürlich, erstmal, in dieser Runde wurde tatsächlich Heyman noch nie zu diesem Opening Frag fündig, was natürlich hier nochmal sehr interessant ist. Auf der anderen Seite natürlich Gamerzone. Gamestone, seitdem, dass sie natürlich diese vierte Runde geholt hat und seitdem, dass sie die erste Runde nach dem Roundstop hier für sich entscheiden konnte, scheint es danach jetzt hier nicht mehr wirklich gut 100% zu laufen. Kann man heute dann nochmal eine Runde mit nach Hause, hier zum 4-4, aber das war's dann auch wieder. So, Gamestone, Response Nationals, meine lieben Damen und Herren, es könnte die letzte sein, Hashtag Comeback oder Hashtag sagt zu jetzt hier mittlerweile in dieser wunderschönen, vielleicht letzten Runde hier vor Match Ende. Activated device. UI deployed. Flopping mags! Paul, it's done! Place device. Deploying machine! 10 seconds left before insertion. So, wie gesagt, Matchpoint-Situation jetzt hier für das Team hier von Ruhr Sports Nationals. Think of the magnet. Attackers must locate and defuse a bomb. Reinforce door! Hat jetzt hier mittlerweile gestartet, auch weil wir natürlich jetzt hier mittlerweile hingelegt. Deswegen kommt der erste Bildschirm mittlerweile durch. Man probiert natürlich das Ganze jetzt erstmal schön aufzumachen. Jetzt hier auf Seiten von Gamesong für den Server, ich meine Seiten von Ruhr Sports wird es aber natürlich davor erstmal keine Opening. Wenn das in 2 Minuten 24 Sekunden zu spielen sind, auch wenn natürlich jetzt wie gesagt da ist, mittlerweile auf der Breach mittlerweile angeforst, wieder hast du Matrix mit dem Opening Crack jetzt hier erstmal, der ist draußen, das ist mittlerweile der vierte Opening Crack in der Seite jetzt hier von Matrix, absolut genial, natürlich jetzt hier nochmal rausgeholt, 2 Minuten 10 Sekunden, wenn das natürlich jetzt hier nur 2 Minuten und 6 Sekunden auf dem Timer sind, starten wir mittlerweile dieses Late Game und da wird tatsächlich auch das Evil Eye mittlerweile fündig, findet ihr den ersten Damage gegen Risky. Und das heißt natürlich 1 Minute 15 Sekunden jetzt hier wieder im Game drehen. Push und Game kommt rein und Raiden mit dem Ausgleichstreffer. Risky draußen, 4-4 Situation. Hier wird mittlerweile nochmal rausgeholt. Wenn das natürlich weiteren Engel jetzt hier noch vorne findet, aber davor ist noch kein Kill. Match Point Situation natürlich immer noch zwischen Gamezone und Ruhr Sports. Wenn das jetzt hier mittlerweile auch die erste, und mein Panel jetzt hier nochmal hingelegt wird. 1 Minute und 38 Sekunden auf dem Timer selber noch dabei ist. 1 Minute 35 Sekunden, um genau zu sein. Hast du jetzt mittlerweile nochmal das Game wieder dabei. Ruhr Sports Nationals gegen Gamestone natürlich wieder auf dem Matchpoint-Situation gerade. Raid natürlich im ersten Engel, wenn es 1 Minute 24 Sekunden jetzt noch zu spielen sind. Engels auch hier wieder nochmal gehalten wird. Hast du natürlich jetzt auch von Tito wieder mal ein Push aufs Game genommen. Und Tito mit dem Kick gegen Pinto. Für 3 Situationen, Matchpoint-Situation natürlich für das Team jetzt hier von Gamestone. Währenddessen hast du natürlich jetzt hier mittlerweile ja, die 4-3 wie gesagt draußen. Hier Smokes wird nochmal hingeplaced an die Wall jetzt dann gleich nochmal auf Seiten jetzt hier vom Kappa. Und das heißt natürlich jetzt hier nochmal sehr gespannt sein, natürlich wer das Ganze jetzt nochmal rausholen kann. So, wenn das natürlich an der Wall nochmal gegangen wird, Spiel nochmal gesucht wird, hast du jetzt mittlerweile 50 Sekunden auf dem Timeboard in diesem Spiel natürlich nochmal dabei. Und das heißt natürlich, Game soll jetzt ja auch nochmal aufpassen, dass man jetzt hier weiter gepusht wird. Wenn das aber, hey, mit erstmal, wenn wir ersten Damage, das heißt, Push ins Gebäude kommt rein, Fox findet ihr erstmal Fenne. Wenn das natürlich, siehst du jetzt hier noch das Positioning, Red mit dem ersten Push in Richtung Attic, findet aber da den Kill nicht. Nee, es ist tatsächlich mittlerweile Kappa, der jetzt hier auf die Beine fällt. Matrix mit dem Double Kill, Tito draußen, 2-3 Situation, hey, wenn du gegen Kappa und es liegt hier nur noch an Raiden, aber auch er wird jetzt hier nicht mehr hochgeholt. Und Heyman mit dem letzten Kill. Und das heißt natürlich, Ruhr Sports Nationals advanced in eine weitere Runde hinein. So. Und das heißt natürlich auf der einen Seite, Ruhr Sports Nationals gewinnt das Game, gewinnt die Runde und advanced somit in eine weitere Runde. Wir werden sie aber vorerst mal nicht weiter begleiten. Meine lieben Damen und Herren, ein absolut schönes erstes Match hier vom heutigen Tag. Natürlich auch ein erfolgreiches jetzt in diesem Fall auf der Seite der Deutschen jetzt hier. Auf der anderen Seite gehen wir jetzt hier natürlich jetzt nochmal in diesen, ja, in diese kleine Pause nochmal hinein. Und wir sehen uns gleich wieder zu unserem zweiten Match, meine lieben Damen und Herren, was in diesem Fall Aquanim gegen entweder Paragon oder Iktay ist. Natürlich auch hier nochmal in dem wunderschönen Talent League Cup, nochmal, meine lieben Damen und Herren. Nochmal, das Video wird heute Abend vermutlich schon mal hochgeladen, mit den anderen natürlich nochmal zusammen. Und das heißt natürlich jetzt auch für uns, meine lieben Damen und Herren, bis gleich jetzt hier nochmal.